Tja, hallo, hallo. Ich habe in letzter Zeit einige Landschaftsfotos bearbeitet und auch einige Makrofotos wiederentdeckt in den letzten Jahren oder aus den letzten Jahren. Und habe mir überlegt, hey, Makrofotografie wäre ja wieder mal optimal. Ja, wir haben Dezember, es hat um die 0 Grad, es liegt Schnee im Wald. Probieren wir es mal aus, warum nicht? So, aber zuerst geht's ins Studio. Hardware zusammenpacken, Makroobjektiv, Kamera, bisschen Blitzwärmer brauchen, Batterien, Akkus. Gehen wir's an. So, zusammenpacken der Hardware. Einmal Kamera, Sigma 70 mm, 1 zu 1 Makro, einen Aufsteckblitz, einen kleinen Faltreflektor und ein kleines Stativ und natürlich jede Menge Akkus. Es wird kalt draußen und wir brauchen viel Licht. Und zum Fotografieren im Winter gehören auch ordentliche Handschuhe, Schal, Jacken, Pullover, festes Schuhwerk und das große Stativ habe ich dann doch auch mitgenommen. So, ich habe mir jetzt auch schon das erste Motiv gesucht. Hier zu sehen. Kleine Schneekristalle, die auf etwas Moos liegen. Kamera habe ich bereits positioniert. Alles eingestellt. Die Kameraeinstellungen kurz. Blende 11, ISO 200 und 10 Sekunden Selbstauslöser, damit sich das Stativ und die Kamera etwas beruhigen können. Fokussiert habe ich hier circa in die Mitte, hier in diesem Bereich. Abbildungsmaßstab circa 1 zu 1. Und das Bild sehen wir uns auch gleich an. Wunderschöne Eiskristalle. So, jetzt gehe ich noch ein bisschen fotografieren. Und den Rest mache ich dann die Nachbearbeitung am PC.